Die kann spielen mit dem Nachbarn. Hallo. Das war wie ein Tsunami. Quereinsteiger und Vertretungskräfte kämpfen sich durch die Klassen. Und das meist an Grundschulen, als Lehrer ohne pädagogische Ausbildung. Das sind die Kinder, unsere Zukunft. Und alles, was man hier gerade einspart, das rächt sich. Es ist ihr erster Schultag als Lehrerin. Und das, obwohl sie keinerlei pädagogische Erfahrung hat. Haben Sie geschlafen heute Nacht? Ich bin überhaupt nicht eingeschlafen, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, wie mache ich das, wenn ich da morgen früh reingehe? Also so dieses Begrüßen, guten Morgen, liebe Kinder, guten Morgen, Frau Bollmann, macht man das heute eigentlich noch? Ich habe jetzt in den Vorgesprächen schon gelernt oder erfahren, dass so Struktur geben im Unterricht, das sei wichtig. Aber ich habe überhaupt keine Vorstellungen und Ideen, wie man in der vierten Klasse eine Struktur geben soll. An einer Brennpunkt-Grundschule in Wiesbaden startet Petra Bollmann einen Selbstversuch. Eigentlich ist sie Radiojournalistin. Bundesweit fehlen laut Bertelsmann-Studie bis ins nächste Jahrzehnt voraussichtlich mehr als 26.000 Lehrer. In Hessen rechnet das Kultusministerium mit knapp 2.000, die bis 2025 fehlen. Immer mehr Quereinsteiger sind nötig. Was bedeutet das für Lehrer und Kinder? Die Geschwister-Scholl-Grundschule ist so offen, dass wir ihren Selbstversuch über mehrere Wochen begleiten dürfen. Oh, eher nicht umsetzen, Leute. Kann der Gabriel nicht wissen, weil der Gabriel gestern nicht da war. Ey, meine Tiere sind runtergefallen. Petra Bollmann unterrichtet bereits seit 2 Wochen. Klasse 1e. Heute steht Sachkunde an. Ich glaube, wir müssen leider gleich an die Smiley-Liste. Könnt ihr jetzt bitte die Dinger wegpacken? Ich sehe in der ersten Reihe ein einziges Leisezeichen. Und das finde ich viel zu wenig. Yusuf, was machst du da mit deinen Händen unterm Tisch? Nichts. Dann mach sie doch hoch. Haben alle dieses Hausaufgabenblättchen bekommen in Deutsch? Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, wie weit ihr gekommen seid und wie ordentlich ihr das gemacht habt. Könnt ihr das bitte mal rausholen? Die Klassenlehrerin hatte ihr gesagt, sie solle Hunderassen durchnehmen, mithilfe eines Memory-Spiels. Ich möchte, dass ihr euch jetzt zu eurem Partner setzt. Schafft ihr das? Können wir jetzt tauschen? Wo sind denn die restlichen Karten? Ja, dann hol sie doch bitte mal. Die Smiley-Ampel soll helfen, die Kinder zu disziplinieren. Wer zu laut ist, wird auf Rot gesetzt. Das ist kein Bock. Ja, wir haben keinen Schäferhund. Dann bekommst du meinen. Ich hab's. Bei Memory geht es immer darum, Moment, Tilo, Pärchen zu finden. Setzt euch bitte. Zum ersten Mal organisiert sie Gruppenarbeit mit 6-Jährigen. Wenn wir was Schönes machen wollen im Sachunterricht und ihr seid laut, müssen wir es leider abbrechen und wir lesen. Ja, Leute, so geht's nicht. Ich habe euch noch nicht mal erklärt. Jaden, gleich bist du der Erste, der runtergesetzt wird. Wer hat gerade ja gesagt? Boah, also das fand ich brutalst anstrengend. Ne? Wenn die in Gruppen arbeiten, dann verselbstständigt sich das. Und dann macht der eine das und die petzen und der andere hat die Karten nicht mehr dabei. Und ich hatte zwar noch Ersatzkarten kopiert, aber lange nicht genug. Boah, das fand ich total anstrengend. Und dann den Switch von der ersten in die vierte. Mehr als 2/3 aller Quereinsteiger sind, wie Petra Bollmann, komplett unvorbereitet auf ihren Einsatz. Das zeigt eine Forsa-Studie unter Schulleitern. Im Lehrerzimmer trifft Petra Bollmann die Klassenleiterin der Klasse 4, die sie in Deutsch vertreten soll. Denn Frau Wagner muss die Schulleitung unterstützen. Die Wiesbadener Grundschule ist eine von über 100 hessischen Schulen, die einen Hilferuf wegen Überlastung ans Kultusministerium gesendet hatten.
Wir haben im Moment leider so eine schwierige Situation, Personalsituation, dass wir eigentlich wirklich froh sind um jeden, der kommt, um uns zu unterstützen, egal ob er nur aus dem Bereich kommt, vorbereitet ist oder nicht. Aber wir freuen uns natürlich, wenn mal jemand vorbereitet ist, ja. Das heißt also, so ein Kollegium rein aus Profis kann man sich kaum vorstellen? Nee, also das hat wirklich in den letzten Jahren so extrem abgenommen. Auch die Kollegen, die hier, sage ich jetzt mal, nicht verbeamtet, aber doch zumindest fest eingestellt sind, die kommen teilweise aus Bereichen, die mit einem pädagogischen Beruf überhaupt nichts mehr zu tun haben. Wobei ich gar nicht sagen will, dass die das nicht gut machen. Es gibt welche, die machen das super. Die machen das wirklich super. Ja. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber es ist halt, ja, es ist ein Flickenteppich. Antonia möchte, wenn sie einmal groß ist, Bäuerin werden. Punkt. Darf ich einen Tacker haben, weil... Nein, jetzt nicht. Jetzt schreiben wir ein Diktat. Selbe. Klasse 4D hat jetzt bei Frau Bollmann Deutsch. Sie hat zwar vor 20 Jahren Germanistik studiert, aber wie man Deutsch vermittelt, davon hat sie keine Ahnung. Auf dem Bauernhof war. Punkt. Die Kinder üben für das wichtige 4. Klasse-Diktat. Das zeigt, was sie in 4 Jahren Grundschule gelernt haben. 23 Kinder, die meisten mit Migrationshintergrund, jedes mit anderen Begabungen, anderen Möglichkeiten. Wenn wir jetzt regelmäßig, kommst du zu spät zum Unterricht, kann man regelmäßig ableiten? Regelmaß. Genau, das Maß, sehr gut. Das kann man also ableiten, schreibst du einfach drunter. Nur wenige Momente kann sich die neue Lehrerin einzelnen Kindern widmen. Das ist das Maß. Ach so. Ne? Das manche Wörter sind sie ist immer allein in dieser Klasse. Aber es sind ja schon die großen Grundschüler. Das ist eure Hausaufgabe. Steht alles drauf, was ihr machen sollt. Ibrahim, du bleibst sitzen. Ich habe nicht gesagt, dass ihr aufstehen dürft. Wie managt man eine Klasse? Wir sind noch nicht fertig. Fortbildungen sind in Hessen erst nach 6 Monaten möglich. Sie hatte noch nicht einmal einen Crashkurs als Vorbereitung. Ich weiß, es dauert sonst zu lange. Hausaufgaben. Es gibt Kandidaten, die haben 3-mal die Hausaufgaben nicht gemacht. Die hole ich mir auch jetzt gleich nach der Doppelstunde. Die müssen dann jetzt hier nachsitzen in der Pause und die kriegen auch einen Eintrag ins Hausaufgabenheft. Aber das sind auch so Sachen, das weiß ich einfach gar nicht. Da muss ich fragen, wie macht ihr das? Wie geht ihr um mit lauten Kindern? Wie viele Striche sammeln die? Wann gibt ihr Hausaufgaben, Strafhausaufgaben zum Beispiel? Das sind alles so Sachen, die kenne ich ja gar nicht. Das ist also so ein Forschungsprojekt sozusagen. Ja, vielleicht auch auf Kosten der Kinder, muss ich sagen. Also ob ich das jetzt schaffe, in den 10 Wochen das tatsächlich beizubringen in Deutsch, was eine ausgebildete, qualifizierte Lehrerin in der Grundschule jetzt im Übergang zur weiterführenden Schule schaffen würde, ich weiß es nicht. 12 Uhr, Unterrichtsende. Petra Bollmann hat eine Halbtagsstelle mit nur 12 Unterrichtsstunden. Eine Traumarbeitszeit? Doch zu Hause geht es weiter. Die Arbeitsaufträge für die Klassen bekommt sie von der Klassenlehrerin. Aber die fehlende Pädagogik und Didaktik muss sie sich ergoogeln. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Wie ihr im Titel sehen könnt, geht es heute mal wieder um Schule bzw. Referendariat. Deswegen dachte ich, ich mache noch mal eins zu einem Thema, was auch ganz explizit angefragt wurde, nämlich Störungen im Unterricht. Und ich kann jetzt einfach nur sagen, wie ich es mache. Jetzt zum Beispiel das mit der Lautstärke, das beschäftigt mich einfach wahnsinnig, weil wenn die Klasse nie zuhört, dann kann man ja auch keine Lernziele vermitteln. Aber ich habe ja den Auftrag von der Klassenlehrerin, ich muss mit denen ja zum Beispiel noch dieses Diktat schreiben. Und ich erwische mich dabei, ich liege dann eben abends im Bett und kann nicht einschlafen. Und wenn ich noch eine Frage habe, mache ich auch das Licht an und google das nochmal. Dieses Gefühl, alleine gelassen zu sein, also gar nicht jetzt von den Kollegen, die helfen einem ja, aber so ein A bis Z für ungelernte Hilfskräfte, sowas zum Beispiel, ne? Also das... Das mit den Arbeitsmaterialien, also ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden, wo finde ich denn gute Kopiervorlagen, die zu den Unterrichtseinheiten passen, die ich jetzt gerade in dem einen Buch durchnehme. In der Schule selbst muss die Neue handeln. Abholung der Erstklässler nach der Pause. Ey, Leute! Sophie! Könnt ihr mal eine Reihe bilden, bitte, und leise sein? Los geht's. Heute hat Petra Bollmann Glück. Sie bekommt Verstärkung.
Im Jargon heißt das doppelt gesteckt. Mhm. Und würdest du erst einführen oder erst lesen? Ich mache mal erst lesen. Die Klassenlehrerin kommt mit in den Unterricht. Sie erklärt ihr, wie man einen neuen Buchstaben einführt. Dann in den Keller. Also erstmal. Ich finde es eigentlich sogar gut, dass man hier zu zweit drin ist. Deswegen habe ich heute auch schon morgen geguckt, ob wir doppelt gesteckt sind oder nicht. Und wir sind doppelt gesteckt, Gott sei Dank. Also kann man jetzt wieder zu zweit die Kinder unterstützen. Das ist viel, viel besser. Ich lerne ja ganz viel von ihr und mich entlastet das total, weil ich all das, was ich hier lerne, kann ich auch mit in die Vierte nehmen. Also von daher ist das für mich ein Glücksgriff, dass ich sie habe. Dann gucken wir jetzt mal, wie es läuft. Genau. Genau. Das ist der, macht ihr das mal? Genau, das ist der neue Buchstabe. Ist das ein kleines oder ein großes Y? Ein kleines Y. Habt ihr das alle gemacht? Wenn die Klassenlehrerin hinten sitzt, ist es gleich viel ruhiger. Wir fangen oben an. Im Dachboden, gehen ins Haus, gehen wieder in den Dachboden und vom Dachboden übers Haus in den Keller. Wer fängt denn, Einführung eines neuen Buchstabens. Die Königsdisziplin in der Grundschule. Josef, genau. Welcher Name noch, Mareike? Jakob. Jakob? Fängt es mit Y an? Ja. Buchstabe der Woche. Also, Blatt einheften. Zu zweit, mit Hilfe der ausgebildeten Klassenlehrerin, hat es heute selbst mit den Erstklässlern richtig gut geklappt. Vier Wochen ist Petra Bollmann nun schon an der Schule. Ihre Kolleginnen und Kollegen sind sympathisch und extrem hilfsbereit. Petra Bollmann fragt sich täglich durch, will aber auch nicht nerven. Schließlich bilden alle hier nebenbei fort, damit der Schulbetrieb irgendwie läuft. Sie haben sich daran gewöhnt, dass jedes Halbjahr neue Vertretungen, neue Quereinsteiger kommen. Viele davon ohne Lehramtsstudium oder irgendeine pädagogische Erfahrung. Im Endeffekt sind wir einfach nur froh, dass jemand da ist. Das muss man wirklich so knallhart sagen. Also ja, Ausbildung ist wichtig und man merkt auch, es läuft einfach besser. Aber wir sind einfach froh, wenn wir einfach jemanden da haben, der das übernehmen kann. Qualität ist das nicht, aber ja, wir haben uns inzwischen akzeptiert, dass es so ist, leider Gottes. Mhm. Ich sehe eben eher die Gefahr drin, dass wir jahrelang diese Ausbildung hatten. Und ich kann jetzt auch nicht einfach sagen, irgendwie, ich bin jetzt Chirurg, mal Quereinsteiger-Chirurg und gehe jetzt mal an den Menschen und schneide den mal auf und probiere das mal, wie das so ist. Und so werden die ja auch quasi ins kalte Wasser geworfen und können von heute auf morgen dann Lehrer sein, sag ich jetzt mal. Wer weiß denn schon, wie viel Uhr das ist? Uhrzeitlernen mit der ersten Klasse. Erstaunlich ruhig. Manchmal klappt es. Oder Wörterbucharbeit mit der vierten Klasse. Da hat es Petra Bollmann geschafft, dass sich die Kinder richtig konzentrieren. Du musst dich ja auch hier dran gewöhnen, an die Tafel, an die Kunst und so und wie, ja, an die Regeln und so. Wir kennen ein paar Regeln. Ja, aber wir probieren das ihr zu zeigen, das, was unsere Regeln sind. Und immer wenn ich Fragen habe, beantwortet sie mir ganz, also in vollen Sätzen. Und wenn ich auch mal schon meine Hausaufgaben vergessen habe, dann ist sie auch nicht sauber direkt auf mich. Ist sie da anders als andere Lehrerinnen? Ja, eigentlich schon. Manche sind manchmal etwas sauer, aber sie ist eigentlich schon ganz gechillt. Ja, ist doch super. Und die anderen, wie viel habt ihr gefunden? Auch super. Sehr gut. Ja, also nach 8 Wochen würde ich sagen, Routine ist da. Ich bin jetzt angekommen. Ich kenne schon ziemlich viele Regeln. Bestimmt nicht alle, aber viele. Und ich kenne auch alle Namen. Und ich weiß auch, was ich machen muss, wenn die Klasse laut ist zum Beispiel.
oder wie ich sie auch zurückholen kann. Also klar, das habe ich mir jetzt in den 8 Wochen drauf geschafft. Zwei kleine Wölfe geht es nachts herumkeln. Man hört den einen zu den anderen munkeln. Warum gehen die anderen immer so bis nachts herumkeln? Man tut sich an den großen Herzen rum. Musikunterricht in der 1. Klasse. Sie üben für die große Aufführung zum Schuljahresende, die kleinen Wölfe. Wer braucht noch Papier? Sie müssen noch die Wolfsmasken basteln für die Premiere. So, für die Ränder von der Rassel. Nehmen wir diesen Defne, nehmen wir diesen, ich sag's nur einmal, Jaden leider. Für die Ränder der Rassel, hört ihr zu? Ich sehe nicht alle Kinder zuhören. Musa, Irim, ich stehe hier und mache ein leises Zeichen. Ich möchte nicht, dass ihr aufsteht, um zu mir zu kommen, um mir eine Frage zu stellen. Ihr sollt euch melden. Und im Unterricht wird nicht gepopelt. Gar nicht funktioniert das. Gar nicht. Ihr seid so unfassbar laut. Wir schaffen es nicht, die Rasseln fertig zu bauen. Musa, was machst du da hinten? Jakob? Ja, es ist so, wir haben ja nächste Woche einen Ausflug geplant in den Opelzoo. Und wir haben hier dieses Smiley-System, grün, gelb, rot. Und die Kinder, wenn zu viele Kinder im roten Bereich sind. Sophie, verdammt nochmal! Was machst du auf der Fensterbank? Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Was glaubst du, was passiert, wenn du hier aus dem 1. Stock abstürzt? Ihr stellt die gesamte Klasse auf den Kopf. Erstens seid ihr laut und zweitens macht ihr Blödsinn. Nein, ich rede gerade. Was denkst du dir dabei, Sophie? Nicht viel offenbar. Wer braucht noch diesen Becher? Ihr habt ja gesehen, ich musste schreien, ja? Aber das stört euch gar nicht, wenn ich schreie, Thilo, oder? Warum stört euch das gar nicht, wenn ich dann schreie? Ha, Musa, warum machst du so viel Quatsch? Guck mal, wenn ich laut sage, leise sein, dann machst du trotzdem weiter. Nicht so empfindliche Ohren. Ja. Ist doch blöd, wenn der Lehrer schreit, oder? Oder ist es nicht blöd, Thilo? Doch, ne? So, guck, aber wir haben es gleich. Wie fühlst du dich jetzt nach der Stunde, ganz ehrlich? Es war laut, aber ich merke, Frau Gontscharow, meine Mentorin, sagt ja immer, bleib cool. Und das muss man auch, glaube ich, bleiben, ja. Also ich habe jetzt zwar einmal, bin ich laut geworden mit Sophie und das will ich ja eigentlich gar nicht, aber um die Situation klarzumachen, war das, glaube ich, wichtig. Mein Ziel ist, dass diese Klasse irgendwann auch tatsächlich leise ist. Ja, du bist ja gleich fertig. So wie diese. Nur 2 Räume weiter unterrichtet Peter Ritschi. Hier herrscht die Lernatmosphäre, von der Petra Bollmann nur träumen kann. Wo hast du das aufgeschrieben? Ja, dann mal los. Sie hat einmal bei ihrem erfahrenen Kollegen hospitieren können. Wollte wissen, was macht er anders? Eine natürliche Ausstrahlung ist schon wichtig, die man mitbringt. Aber man kann sich es auch antrainieren. Zumindest einiges kann man sich antrainieren. Ruhe zu bewahren, den Mittelpunkt darzustellen, nicht laufend hin und her zu rennen zum Beispiel. Das macht die Kinder auch nervös. Ruhe reinzubringen, zu warten, bis es wirklich Stille ist. Ist da der Nico drauf, der etwas sagt? Nein. Dann müssten wir einen anderen Satz finden, der vielleicht besser zu diesem Bild passt. Die Zuschauer rufen Bravo, Bravo. Genau. Ja, wir schreiben stattdessen die Zuschauer rufen. Der Grundschullehrer Bravo, weiß, Bravo, dass Quereinsteiger ohne jeglichen pädagogischen Hintergrund so etwas eigentlich kaum schaffen können. Oder sehr lange Praxiserfahrung dafür brauchen. Marcel, was glaubst du?
Ja, die tun mir natürlich leid, sage ich mal, weil sie ins kalte Wasser geworfen werden. Sie haben nicht das Know-how, wie man mit Kindern, mit solchen Massen von Kindern umgeht, ihnen was beibringen kann. Auf der anderen Seite sind sie natürlich, haben sie es ja freiwillig gewählt. Also ich meine, da muss man ja auch sehen, wenn ich mich da schon bereit erkläre, so einen Job zu machen, muss ich mir auch wissen, worauf ich mich einlasse. Worauf sie sich finanziell eingelassen hat, merkt Petra Bollmann am Nachmittag. Oh, mein Geld. Sie weiß zwar, was sie ungefähr bekommt, aber was genau, das sieht sie erst jetzt. Hessische Bezügestelle. Ich muss erst mal verstehen. Also wenn ich das richtig verstehe, bekomme ich 1.073,24 Euro dafür, dass ich hier 12 Stunden an der Geschwister-Scholl-Grundschule unterrichte. Ist das brutto oder netto? Das ist jetzt brutto. Übrig bleiben 659,10 Euro. Okay. Das ist nicht so viel für die viele Arbeit. Also, aber gut, ich bin auch ungelernt, von daher. Man muss zufrieden sein. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, nein. Man muss sich ja auch vergleichen mit denen, die studiert haben. Und genau, aber es ist schon erstmal ein Schock. Nein, aber ist okay. Zu Hause wartet die Korrektur des wichtigen Vierte-Klasse-Diktats. Also du hast ja neulich in der Stunde für das Diktat geübt und was ist jetzt seitdem geschehen? Also wir haben wir haben zweimal in der Schule geübt und die Kinder hatten dann auch sogenannte Schleichdiktate. Also man muss das dann zu Hause immer einen Satz lesen und dann üben. Das war aber ein ungelerntes Diktat jetzt. Also wir haben Lernwörter geübt, aber ich habe mir den Text selber ausgedacht. Da war auch die Frage, wie schwer mache ich das jetzt eigentlich? Wie viele Wörter nehme ich von denen, die wir geübt haben? Was mache ich noch dazu? 5 Leute gefragt, 5 Antworten. Ich habe dann irgendwie so ein Mittelding gemacht. Gute Polizistin, so nach vermissten Personen, oder? Ah, super. Die schwierigen Wörter richtig. Verkehrskontrollen durch, das findet sie spannend. Später Programm ist mal. Was? Großes oder kleines B? Ich kann es nicht sehen. Im Zweifel für den Angeklagten, würde ich sagen. Das kleine B schreibt er anders, aber... Wie streng soll ich jetzt sein? Das, weißt du? Ja. Komm mal wieder. Petra Bollmann korrigiert Diktate mit bis zu 42 Fehlern. Nur wenige werden es aus dieser vierten Klasse auf das Gymnasium schaffen. Sie weiß aber, dass dies nicht nur an ihrem Quereinsteiger-Deutschunterricht liegt, sondern auch daran, dass die schwächeren Schüler nicht genug Förderung bekommen. Es ist nicht so schwer, das zu verändern. Kleinere Klassen, mehr Lehrer. Ist eigentlich ganz leicht. Und das Tragische ist, das ist so furchtbar ungerecht. Weil die Kinder, die den Rucksack aufhaben von zu Hause, sind ja trotzdem alle klug und die sind alle toll. Und die könnte man auch abholen und fördern. Aber in dem System, in dem ich jetzt auch arbeite, ist das, würde ich nach 3 Wochen sagen, ist es eigentlich unmöglich. Eine Woche später. Ausflug mit den Erstklässlern in den Opel-Zoo. Erster Ausflug. Ich bin total entspannt. Es ist voll Komfortzone für mich. Ich habe ja selber 2 Kinder. Also ich bin entspannter als die Lehrerin. Aber das sind ja mehr als 2 Kinder, die du hier hast. Ja, aber wir teilen die Gruppen, dann hat jeder 11 und einer hat 10. Und das ist für mich eigentlich jetzt entspannter von der Situation, als vor der Klasse zu stehen. Für einige Kinder der 1E ist das der erste Zoobesuch überhaupt. Und selbst über Pannen kann man hier lachen. Mann. Komm, ich nehme die. Auch die lebhaftesten, lautesten Kinder werden hier zahm. Und Petra Bollmann genießt es, nicht dauernd ermahnen zu müssen, sondern einfach nur etwas gemeinsam mit den Kindern erleben zu können. Guck mal, wie lustig das aussieht. Mit dem Rüssel.
Ich glaube, der riecht nach den Möhren von den Kindern da oben. Guck mal. Frühstück am Ziegengehege. Und die Erziehungsarbeit geht weiter. Sag mal, geht's jetzt noch? Sag mal, hörst du jetzt mal auf? Wir können Kinder fragen, ob sie zwei Flaschen dabei haben. Aber offensichtlich ist das Marcelles Flasche. Woher soll ich das denn? Ja, aber wo ist denn dein Rucksack? Ja, aber wie kommt denn deine Flasche? Wie soll die denn da reinkommen? Missverständnisse. Eine Getränkeflasche fehlt. Eine zweite Wasserflasche. Guck mal, der UAE kann dir seine Flasche eine geben. Okay, deswegen musst du hier nicht kämpfen und boxen. Jaden. Warum du meine? Ist doch gut jetzt. Ihr müsst euch doch nicht wegen der Wasserflasche streiten. Die Wasserflasche findet sich wieder. Und die Wasserschlacht versöhnt alle. Der Tag im Opel Zoo geht friedlich zu Ende. Kurz vor den Ferien. In der Schule beginnt gleich die große Premiere der kleinen Wölfe. Alle nebeneinander und ihr seid vorne. Ein Stück zurück, ein Stück alle nebeneinander. Zwei kleine Wölfe gehen des Nachts im Dunkeln. Man hört den einen und den anderen munkeln. Warum gehen jeder immer nur des Nachts herum? Man tut sich an den Wurzeln, ja, der toten Krumm. Es muss schneller her. Wenn nur der Wald mit Sternen nicht beleuchtet wird. Die Kinder haben alles gegeben. Und auch sie, Petra Bollmann. Die Premiere der 1E war ein voller Erfolg. Trotzdem, ihr Selbstversuch als Lehrerin endet in wenigen Tagen. 12 Wochen war sie nun hier. Frau Demetz, ich muss ja wahrscheinlich noch meinen Schlüssel abgeben, oder? Genau. Auch wenn es mir schwerfällt. Ja, Schlüssel und Transponder. Wir werden uns nicht erhalten, Frau Bollmann. Erstmal nicht, nein. Schade. Ja, finde ich auch. Die Schule hätte sie gern als Vertretungslehrerin behalten. Doch die Herausforderungen sind für sie ohne pädagogischen Hintergrund, ohne Fortbildung zu groß. Vom 10-Meter-Brett ins kalte Wasser zu springen, ist einfach für alle schwierig. Für mich als ungelernte Hilfskraft, für die Kollegen, die mich wahnsinnig unterstützen mussten in ihrer Freizeit. Meine ganzen Fragen aushalten und beantworten mussten und auch für die Kinder. Es ist natürlich Unruhe für die Kinder. Viele Regeln, die sie schon kennen, werden nicht mehr eingehalten. Buchstaben werden anders vermittelt, als sie es eigentlich gelernt haben. Es ist viel lauter im Unterricht. Das sind ja auch alles Dinge, die was mit den Kindern machen. Ich wünsche dir, dass du immer eine tolle Frau Bollmann bist. Oh, Sarah, danke. Sophie, guck, jetzt komme ich durcheinander. Ich wünsche dir viel Glück. Oh, danke, Jane. Ich werde euch nie vergessen. Also, es war so besonders hier bei euch. Ich bin auch so glücklich, dass ich hier bei euch sein durfte, weil ich so viel gelernt habe von euch. Ich weiß nicht, ob ihr von mir auch ein bisschen was gelernt habt. Letzter Tag. Die Kinder haben die Quereinsteigerin irgendwie als echte Lehrerin akzeptiert, trotz des fast täglichen Klassenkampfes. Die haben mich dann schon auch gerettet, die Kinder, muss ich sagen. Die sind halt einfach super authentisch und wir haben auch so viel gelacht. Also, ne, wenn du gehst zum Friseur und dann sagen sie, oh, Frau Bollmann, du warst beim Friseur. Sieht komisch aus, ja. So, und das ist halt so dieses Einfachsein, das Natürliche. Und wenn man was nicht gut macht, dann spiegeln die einem das ja auch direkt. Und das war einfach schon eine sehr tolle Erfahrung, muss ich sagen, mit den Kindern. Aber ich merke auch körperlich, ich bin echt super kaputt. Also es war brutal anstrengend für mich. Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut, gell? Plötzlich Lehrerin sein. Kleinen Kindern elementare Dinge beizubringen, ohne das nötige Handwerkszeug. Dieser Verantwortung, findet sie, kann sie nicht gerecht werden. Ich hab so ein süßes